Unser Konzept war recht einfach, oder was heißt recht einfach? Wir haben uns halt überlegt, wie wollen wir messen? Über was lassen wir unsere Achse laufen? Es gibt ja die zwei Möglichkeiten, es gibt sogar drei Möglichkeiten. Wir legen auf, wir machen die Nadel als Drehpunkt oder wir lassen es frei hängend als Schnur als Drehpunkt. Wir haben uns überlegt, bei der Auflage ist einfach die Auflage und die Reibungsfläche einfach zu groß, das funktioniert nicht, dann wird die Messung zu ungenau. Beim Freihängenden müssen wir ja das Pendeln irgendwie stoppen, dementsprechend irgendwie fixieren, wobei wieder Reibung entsteht und wieder Messergebnisse verändert. Deswegen haben wir uns für die Nadel als Achse entschieden. Unser Waagebalken kalibrieren wir mit diesen zwei Papierröllchen und kontrollieren mit einer Wasserwaage. Und wie lange haben Sie dafür gebraucht? Vorbereitung, Nachbereitung und sozusagen darüber nachdenken? War ja jetzt nicht einfach nur, ich mache das mal eben und fertig. Ja gut, okay. Also die Planung der Waage war an sich recht schnell gemacht, weil wir haben uns recht schnell für diesen Nadel entschieden. Bei dem Bau hat sich das Gruppenmitglied Sascha Alt künstlerisch verwirklicht. Ja, meine, die Kamera winken dann natürlich auch. Ja, hallo! Die Vorbereitung war an sich recht einfach. Es geht ja im Endeffekt physikalisch nur um das Hebelgesetz. War dann halt die Ausführung war recht zeitaufwendig. Also das Basteln war das, war die Herausforderung. Genau, das war der Hauptteil. Danke für die schönen Ausführungen. Bitteschön, es war mir eine Freude.